Mit dieser Wiederholung bin ich schon beim Kernthema, dem Wort schnell. Dazu etwas später. Hier ist wieder deine Ruth Aschelier-Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität. In dieser neuen Es geht in der neuen Rubrik darum, du fragst, ich antworte, und wenn man so Sachen wiederholt, weiß man nicht, was man schon gesagt hat und was vorher nicht. Es geht, wirklich um Trigger. Triggerworte, die dich begleiten, die dich wütend machen, Worte, die dich sehr treffen, zum Beispiel das Wort muss, schnell, kein Problem, schon wieder. Meine Worte, die mich da an die Decke bringen, mich heute Morgen da an die Decke gebracht haben, Wunder, dass ich wieder runterkam. Das ist heute halt so. Auf Deutsch, das ist heute einfach so. Da ist mit mir nicht mehr gut Kirschen essen. Wann ist mit dir nicht mehr gut Kirschen essen? Das heutige Wort ist schnell. Ich wollte auch schnell und dann hat die Technik versagt. Also das Video, das erste, was ich gemacht habe, live kann man nicht sehen, ist alles so verpixelt. Was macht dieses Wort schnell? Am Freitag hatte ich zwei solche Themen genau zu diesem Wort. Das eine war meine Assistentin, die das als ihr Triggerwort, was sie verunsichert, wütend macht, traurig macht, einfach alle Emotionen hochkommen lässt, ist das Wort schnell. Und dann ist da ein Italiener, der ist schon länger hier, der hat wirklich ganz hart lernen müssen, dass dieses Wort, was wir in der Schweiz sehr, sehr oft brauchen, nicht gemeint ist, Gewehr bei Fuß. Sondern wir sagen zum Beispiel, kannst du mir noch schnell? Und die Kinder sagen das auch sehr oft, ja, ich muss noch schnell fertig spielen und dann komme ich gerade. Sehr viel. Welches Wort ist dein Wort, was dich triggert? Und überall da, wo du jetzt vorgibst, das nicht zu wissen, die Energie nicht wahrzunehmen, nur im Sinne des anderen zu handeln, jedoch an deinen eigenen Erfolg denkst, deinen Erfolg herbeiholen willst, bist du bereit, dies jetzt zu zerstören und umzukreieren und loszulassen für alle Zeiten? Ja, on a gazillion times, right and wrong, good and bad, poking pots, all nine, shorts, boys and beyond. Und mit diesem Clearing Statement, bis bald wieder im Kummerkasten. Du fragst, ich antworte und bitte schreib sie unten rein und gib mir ein Like, damit andere diesen Beitrag auch sehen können. Denn Kommunikation ist viel mehr als Reden. And you'll never get a second chance to make a first impression. Mm-hmm. Awesome. Tschüss.